Brigitte Jank, Bildungssprecherin der ÖVP, ist nun an Bord. Vielmals, Frau Präsidentin, sehr geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich den Bundesschulsprecher und den Obmann der Schülerunion und auch, sofern noch einige da sind, die Schülerinnen und Schüler der NMS Jembach in Tirol. Herzlich willkommen hier im Haus. Ja, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, jeder konstruktive Beitrag zur Verbesserung der Bildungsqualität in unserem System ist willkommen. Und es liegen ja auch viele Gute am Tisch und viele Gute werden in der Bildungsreformkommission diskutiert. Der 17.11. ist ein von der Kommission sich selbst gesetzter Tag, wo Ergebnisse präsentiert werden, die dann natürlich zu bewerten sind und die dann natürlich auch einer Diskussion zu unterziehen sind. Aber die Frau Ministerin hat es ausgeführt, es soll ein ordentliches Paket am Tisch liegen, das dann hoffentlich in der Form auch zur Umsetzung gelangen wird. Natürlich geht es, und das ist heute irgendwie in den Raum gestellt worden, als wären das nicht die Thematiken, natürlich geht es um die Elementarpädagogik, um die Schulautonomie. Es geht um die Vereinfachung der Verwaltungsstrukturen, klare Kompetenzen und Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern. Das sind Themen in der Kommission. Was denn sonst? Und selbstverständlich werden auch die Stakeholder eingebunden. Frau Ministerin hat es ausgeführt, es hat Gespräche gegeben. Im Übrigen, glaube ich, haben wir übernächste Woche eine Einladung zu einem Gespräch unter den Bildungssprechern. Danke vielmals dafür. Dort werden wir auch unsere persönlichen Vorstellungen aus der Sicht der Bildungssprecher auch zur Sprache bringen. Ich möchte jetzt ein paar Themen, die in unserem System neu zu denken sind, neu aufzusetzen sind, zu gestalten, vielleicht kurz ansprechen. Thema Autonomie. Die Schulautonomie halte ich für einen wirklich zentralen Punkt unserer Veränderung des Systems. Es muss der Schulleitung ermöglicht werden, bei der Personalauswahl, bei der Personalentwicklung, beim Teambuilding, bei der gemeinsamen Qualitätsentwicklung einer Schule, dort autonom entscheiden zu können. Wir haben unterschiedliche Strukturen, auch wenn Österreich ein üblicherweise als kleines Land beschriebenes Land ist. Aber das, was Wien braucht, ist vielleicht für Vorarlberg oder ein anderes Land nicht genau das Passende. Daher, wir müssen standortbezogen agieren können. Und es müssen auch die Leistungen der Schulen transparent gemacht werden. Ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag. Wettbewerb beflügelt. Das kann ich Ihnen aus der Wirtschaft bestätigen. Und daher müssen wir diese Transparenz herstellen. Jede Bildungseinrichtung soll künftig auf Grundlage bundesweit einheitlicher Rahmenbedingungen und Bildungsziele selbst entscheiden können. Derzeit haben Schulleiter zu wenig Spielraum. Auch da wieder ein Vergleich vielleicht mit der Wirtschaft. Hätte ein Manager eines Großunternehmens so wenig Spielraum, könnte er wahrscheinlich diese Leistungen, die gebraucht werden und gefordert sind, nicht erbringen. Bei aller Kritik am System. Wir werden die vielen engagierten und guten Lehrerinnen und Lehrer nicht demotivieren. Wir werden das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, sondern das System weiterentwickeln. Schule ist ein Dienstleister. Dienstleistung wird vom Menschen erbracht. Es kommt auf den Menschen an und daher ein Dankeschön an die Lehrerinnen und Lehrer, die sich täglich dieser engagierten und sehr engagierten Aufgabe stellen. Ein weiterer Schwerpunkt des Reformprozesses sind die Bereiche, Frau Ministerin hat sie ausgeführt, Elementarpädagogik und der Übergang vom Kindergarten in die Volksschule. Ein wichtiges Thema. Wir sehen den Kindergarten als erste Bildungseinrichtung, ganz selbstverständlich. Daher auch wichtig, dass wir dort sicherstellen, dass Sprachdefizite frühzeitig erkannt werden. In Wien haben 6 von 10 Kindergartenkinder keine deutsche Muttersprache. Das heißt, wir haben in Wien vielfach
die Frage, wenn diese Kinder in die Schule eintreten, dass die Sprachentwicklung nicht ausreichend ist. Daher ist es notwendig, hier frühzeitig einzugreifen. Aber 94% der Vierjährigen besuchen ja einen Kindergarten. Also es wird doch möglich sein, die letztlichen 6% hier in das System noch einzubinden. Zur Volksschule. Aufgabe der Volksschule ist es, sicherzustellen, dass die Kinder am Ende der vierten Klasse sattelfest sind. Sattelfest in der Sprache, im Rechnen, im Schreiben, im Lesen. Und das, was uns von vielen anderen hier unterscheidet, ist unser differenziertes Schulsystem. Wir treten für ein differenziertes System ein. Für uns ist es ganz klar, dass man das beste Schulangebot, das Gymnasium mit den besten Ergebnissen, dass wir auf das nicht verzichten werden. Für uns ist ganz klar, dass wir den besten Mann im Sport, würde man so sagen, nicht aus dem Teamkader nehmen und auch nicht dafür eintreten, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Manner die Mannerschnitten aus dem Sortiment nimmt. Daher verzichten wir auch nicht auf das Gymnasium. Ich halte es für unverantwortlich, dass in Wien in den letzten Jahren neue Mittelschulen errichtet wurden und auch geplant sind, 23 an das Stück. Das ist ja grundsätzlich gut, dass neue Schulen entstehen. Aber dass im selben Zeitraum und auch für die Zukunft kein einziges Gymnasium vorgesehen ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Wiener ÖVP, und das unterstütze ich aus ganzem Herzen, tritt dafür ein, dass es 6 weitere neue Gymnasiumstandorte gibt, und zwar in Gebieten dieser Stadt, wo es auch einen hohen Migrantenanteil gibt. Die Jugend in Floridsdorf, in Aspern, der Brigittenau, Benzing, Liesing und Favoriten hat ein Recht auf ein Gymnasium, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und vielleicht abschließend noch zur Modellregion. Lieber Harald Walzer, du hast wahrscheinlich auch Zeitung gelesen, und ich möchte dir vorweg noch sagen, der Magister Tschürtscher hat aufgezeigt, was es heißt, wenn wir hier trennen, ja, Außenseiterposition, aus deiner Sicht eine Außenseiterposition, aber evident ist, dass eine hohe Akademikerquote, und ich verwehre mich gegen die Diskriminierung aller jener Schülerinnen und Schüler, aller jenen jungen Menschen, die einen anderen Weg als den Weg der Matura wählen, diese zu diskriminieren. Das führt nämlich dazu, dass ein hoher Akademikeranteil immer gleichgeht mit einem hohen Anteil an Arbeitslosigkeit. Das hört ihr nicht gern, das verweigert ihr, aber das ist Tatsache. Und unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass alle die Möglichkeit haben, nach ihren Wünschen, Bedürfnissen, Neigungen und Ausbildungen die Möglichkeit haben, jenen Beruf zu ergreifen, den es gibt. Wir haben verschnitten, wir haben sichergestellt, dass die Systeme durchlässig sind. Das ist unser Bildungskonzept, und an dem werden wir auch in der Zukunft festhalten. Die Schulautonomie müsse ein zentraler Punkt bei der anstehenden Bildungsreform sein, sagt Brigitte Jank, Bildungssprecherin der ÖVP. Zudem werde man auf das Gymnasium auch künftig nicht verzichten, betont Jank, und macht gleich noch ein wenig Landtagswahlkampf für Wien.